Heute geht ein Jahr zu Ende, das einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Eine kleine Veränderung. Heute Abend richte ich als Ihr Bundeskanzler die Neujahrsansprache an Sie. Das Jahr 2021 hat uns alle sehr gefordert. Die Corona-Pandemie mit ihren Belastungen und tiefgreifenden Einschränkungen steckt uns allen in den Knochen. Und auch das verheerende Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz wird niemand so schnell vergessen. So schlimm beides gewesen ist, unsere Reaktion darauf enthält auch eine durch und durch erfreuliche Botschaft. Als Gesellschaft haben wir in Deutschland diese Herausforderung entschlossen angenommen. Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei gespalten. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, das Gegenteil ist richtig. Unser Land steht zusammen. Was ich überall wahrnehme, das ist eine riesige Solidarität. Das ist überwältigende Hilfsbereitschaft, das ist ein neues Zusammenrücken und Unterhaken. Natürlich erleben wir im täglichen Miteinander auch unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen, gerade zum Thema Corona. Das ist oft anstrengend, aber eine starke Gemeinschaft hält Widersprüche aus, wenn wir einander zuhören und wenn wir Respekt voreinander haben. Heute und in den nächsten Wochen gelten deutliche Beschränkungen, auch für private Kontakte. Denn das Virus überträgt sich in der neuen Omikron-Variante nun noch leichter. Bitte nehmen Sie diese Beschränkung sehr ernst. Zu Ihrem Schutz, zum Schutz Ihrer Familien, zum Schutz von uns allen. Gerade die neue Virus-Variante sollte nun den Ausschlag geben, sich impfen zu lassen. Das ist der Weg aus dieser Pandemie. Meine Bitte, machen Sie gleich in den nächsten Tagen einen Termin bei einem Impfzentrum, bei einem Arzt oder einer Ärztin. Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich spontan und ohne Anmeldung impfen zu lassen. Bitte verschieben Sie es nicht auf demnächst.